Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Spielerkarriere mit Wizkid. Ja, wir sind hier noch beim VfR Aalen und es geht auch direkt weiter heute mit dem nächsten Spiel gegen FC St. Pauli. Und hier haben wir direkt die Nachricht vom Trainer auch: Ich habe dich für das Auswärtsspiel gegen FC St. Pauli für die Startelf ausgewählt. Das wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel. Jeder einzelne Spieler muss also wirklich alles geben. Du wirst auf der Mittelfeldspiel-Offensivposition gegen sie antreten. FC St. Pauli wird höchstwahrscheinlich ein 4-2-3-1-System spielen. Gegen Florian Kringel dürfte es schwierig für dich werden, das Mittelfeld zu dominieren. In diesem Spiel musst du alles geben. Ja, sind wir natürlich gewohnt, diese Nachricht ist ja eigentlich fast immer die gleiche. Und ja, Florian Kringel halt der Spieler, auf den wir im Moment besonders Acht nehmen müssen. St. Pauli auch ja ziemlich gut. In den letzten Partien jetzt nicht so. Hier sieht man es, ich meine, drei Niederlagen in den letzten drei Spielen ist natürlich nicht so positiv. Also da dürfte es für uns auf jeden Fall nicht so schwer sein, sie zu schlagen, obwohl sie Vierter sind in der Liga. Also, kann ich mir nicht verstehen, dass sie jetzt die letzten drei Spiele alle verlieren. Aber so ist das. Ja, taktisch soweit die gleiche Formation wie der VfR Aalen auch hier. Und damit geht es auch direkt in der zweiten Bundesliga dann um das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfR Aalen. Da sieht man nochmal Reichwein, der heute wieder stürmen wird. Vor uns sozusagen als vorderster Stürmer. Und was ich jetzt nochmal ein bisschen andeuten kann am Ende der Folge, wird etwas Interessantes passieren, aber will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Lasst euch einfach überraschen, was dann passieren wird. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel hier. Gegen den FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga. Schiedsrichter ist heute Jascha zur Heide. Auch interessanter Name. Hier Leandro nochmal von unserer Mannschaft. Feuert nochmal die Fans an. Versucht sie nochmal richtig zu motivieren, dass das Spiel auch richtig gut läuft hier. Ja, hier werden wir unserer Kapitänsrolle wieder gerecht natürlich und machen die Platzwahl hier mit dem Kapitän des Gegners. Mit Günther, oder ich glaube, er ist Günther, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen. Aber naja, ist nicht so wichtig, wir gucken uns nochmal die Bälle an. St. Pauli, wie gesagt, Vierter. Ein bisschen komisch, dass sie halt so schlechte Form gerade haben. VfR Aalen ist gerade, also unsere Mannschaft, wo wir gerade drin spielen, auf dem siebten Platz. Denke ich, ganz okay für die. Aalen ja normalerweise, glaube ich, fast ein Abschiedskandidat. Also haben wir auf jeden Fall denen sehr, sehr gut helfen können. Freut uns natürlich persönlich sehr gut. Oder, ja, finden wir sehr gut. Hier auch direkt die erste Situation. Steigen wir in die siebte Minute. Reichwein spielt hier einen langen Ball, der fast uns auskommt. Valentini erobert sich hier nochmal zurück. Passt auf uns. Wir versuchen nochmal außen zu gehen. Leider ein bisschen verunglückt. Kriegen den Ball nochmal wieder. Flanken nochmal in die Mitte. Aber da kann sich auch nicht wirklich jemand durchsetzen. Und dann der Kopfball auch, ja, ziemlich ungefährlich. Aber immerhin machen wir schon früh klar, wer hier die dominierende Mannschaft sein soll. Nämlich wir. Hier ziehen wir einen schönen Übersteiger nach außen, dann wieder schimmelnder Schuss zwischen nach innen und dann haben wir einfach freie Bahn, den Abschluss zu suchen und das nehmen wir uns dann natürlich auch nicht. Lassen wir uns nicht entgehen und kriegen sogar noch eine Leistung dafür. Und da, in der 14 Minute schießen wir halt das 1-0. Sehr, sehr wichtiges Tor auf jeden Fall natürlich, um den FC St. Pauli mal so richtig zu zeigen, woher der Hammer hängt. Ja, nicht so platziert geschossen, aber der Tor war trotzdem, ja, sag ich mal, ohne Chance. Aus so großer Distanz dürfte er auch eigentlich, ja, ist halt ziemlich schwer, den Ball zu halten. Und es geht hier auch direkt weiter in der 17. Minute. Passen wir den Ball direkt auf Reichwein. Der sich gut behauptet, dann ist hier Freischuss angezeigt. Wollte ich ihn eigentlich auch haben, habe ich gar nicht gewusst, dass ich den Ball hatte. Aber naja, es gibt immerhin den Freistoß. Ich weiß gar nicht, wer den jetzt schießt. Traut war es jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wer das ist, Rechtsverteidiger oder sowas. Schießt ja auf jeden Fall nicht so besonders gut den Freischuss. Jetzt St. Pauli mit einem Freischuss von Mittellinie etwa. Und auch schon mit einem schönen Kopfball, aber ja, leider ein bisschen zu lasch von Kringe, dem Torspieler hier von St. Pauli. Und wir steigen auch direkt weiter ein in die nächste Situation. Der Linksverteidiger Baller jetzt hier am Ball. Passt direkt auf uns weiter. Wir spielen den Ball auf Reichwein. Ja, jetzt ein bisschen Tiki-Taka hier. Reichwein kommt jetzt hier im Strafraum an den Ball und wird dann, ja, ziemlich rüde umgefault. Und dafür gibt es dann auch zu Recht den Elfmeter. Ich glaube auch die gelbe Karte. Ne, die gelbe Karte gibt es nicht. Doch. Gibt sogar die gelbe Karte für Avevor hier. Dem Innenverteidiger, wie ich mal schätze. Man sieht es gleich, glaube ich, nochmal in der Wiederholung. Ja, hier sieht man es nochmal, wie Reichwein hier umgehauen wird. Will zum Schuss ausholen und wird dann, ja, von Beinen geholt. Kann man natürlich auch sagen, dass es Ball gespielt ist. Weiß jetzt nicht so genau, aber ich denke, der sollte ziemlich berecht sein. Reichwein tritt hier an und, ja, platziert das Ding auch dann relativ souverän im linken Eck. Lässt dem Torwart keine Chance und damit steht es jetzt 2-0 für uns hier. Für den VfR Aalen gegen den FC St. Pauli. In der 38. Minute stellen wir die Weichen schon früh auf Sieg, sag ich mal. Und da wird es natürlich dann schwer für St. Pauli nochmal ranzukommen.
Aber natürlich, sie geben sich nicht auf. Ich glaube, keine Mannschaft würde sich nach einem 2-0 aufgeben. Ja, aber wir sind nach einer Führung, glaube ich, ziemlich souverän hier. Haben wir die zu Ende gebracht. Aber St. Pauli macht hier nochmal, versucht nochmal den langen Ball. Ja, der Kopfball auch schön weitergeleitet und Buchtmann kommt dann hier zu einem sehr, sehr schönen Abschluss in der Mitte. Steht relativ frei mit einem, ja, ziemlich anspruchsvollen Abschluss eigentlich. Nimmt ihn aber sehr, sehr stark und, ja, lässt beim Torwart dann auch, eigentlich auch keine Chance. Oder, ja, den Torwart des VfL halt. Hier sieht man nochmal den so richtig schönen Volley. Ich glaube, das hätte ich nicht besser machen können. Ja, schön ins rechte obere Eck eingeschlagen und damit steht es nur noch 2-1. Ich habe gerade noch gesagt, das lassen wir uns nicht nehmen. Jetzt steht es 2-1. Ja, ist natürlich wieder spannend. Jetzt alles wieder drin im Prinzip. Und dann kriegen wir jetzt nochmal den Ball, verliert aber den Ball. Und ja, dann wird jetzt auch zur Halbzeit gepfiffen. Wir führen mit 2-1 gegen FC St. Pauli. Ein bisschen glücklich auch der Elfmeter, aber ich denke, kann man auch geben. Muss man zwar nicht, aber kann man. Ja, das die andere Partie hier zur Halbzeit 1-1 zwischen Frankfurt und Jan Regensburg war es, glaube ich. Ja, und dann steigen wir auch direkt weiter in die zweite Halbzeit. Wir spielen jetzt von links nach rechts, in den weißen Trikots natürlich immer noch. Und dann steigen wir auch direkt ein hier in die erste Situation der zweiten Hälfte. St. Pauli hier im Angriff, Buchtmann jetzt mit dem Ball, spielt den Ball auf, wer war das? Ginczek, glaube ich, aber ja, nicht so toll jetzt der Abschluss. Bernhard, unser Torwart, kann den Ball dann noch aufnehmen und damit auch die Situation erklären. Ja, dann haben wir hier nochmal die nächste Aktion, Aydemir jetzt auf den Außen, spielt den Ball nach innen auf Grech. Der verschafft sich ziemlich viel Raum, sieht uns in der Mitte perfekt und wir, ja, schießen den Ball dann auch, ja, so gut wie es geht, eigentlich am Torwart vorbei. Ich meine, besser geht's nicht. Grech hier mit einer sehr, sehr schönen Aktion, geht hier an drei Gegenspielern, glaube ich, vorbei. Ja, schafft sich dann in den Raum und dann muss der Spieler halt raufgehen und dadurch kriegen wir Platz. Hier sieht man es nochmal in der Mitte total frei und können den Ball dann auch direkt einschieben. Zum 3-1 und das dürfte dann auch in der 80. Minute, was es, glaube ich, jetzt ist, die Entscheidung sein. Hier fällt nochmal ein Wechsel, ja, nehmen wir einfach nochmal mit, kann ich euch aber schon mal sagen, dass der nicht mehr wirklich ja, groß für Bedeutung jetzt sein wird für die letzten paar Minuten. Hier kriegen wir nochmal den Angriff, in der 83. Minute nochmal einen schönen Angriff, hier kriegen wir nochmal den Ball mit unserem Pro. Ja, versuchen wir jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten, da steht da richtig frei, aber leider ein bisschen verunglücklich die Flanke. Und wenn die besser kommt, dann ist es hier das 4-1 und dann hätten wir es auf jeden Fall entschieden. Aber trotzdem denke ich, haben wir eine sehr, sehr starke Partie gemacht. Hier nochmal eine Aktion in der 87. Minute. Hier machen wir einen schönen Ball außen auf ja, Aydemir, der auch jetzt viel Platz hat. Er war ziemlich langsam, trickst trotzdem noch so ein Gegenspiel aus mit einer guten Körpertäuschung. Ja, hätte er die Flanke natürlich in die Mitte schlagen sollen auf uns, oder den Pass zumindest, hat er leider nicht gemacht. Hat leider selbst abgeschossen, aber ja, immerhin haben wir das Spiel gewonnen mit 3-1. War das nicht mehr so wichtig, dass er jetzt hier die Situation nicht gut ausgenutzt hat. Aber ich denke, es ist ziemlich souverän hier, das 3-1 gegen St. Pauli. Auch drei schöne Tore, wie ich finde. Alle, ja, gut herausgespielt. Das Elfmeter-Tor jetzt natürlich nicht so wirklich herausgespielt, aber denke ich, kann man geben, wie gesagt. Und hat ja auch nichts von großer Bedeutung jetzt. Wir hätten jetzt so oder so gewonnen, auch ohne den Elfmeter. Ja, hier sehen wir nochmal die Spielerbewertung von unserem Pro. Wieder, wie fast in jeder Partie auch davor, mit einer sehr, sehr starken Leistung, mit einer 9,4. Wirklich eine Top-Leistung, also 9, ist immer richtig stark. Das kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr toppen hier, wie unser Pro jetzt gerade drauf ist. Also eine richtig geile und starke Form auf jeden Fall. Und ja, hier sieht man auch nochmal seine ja, Genauigkeiten, seine Prozentzahlen, was die Pässe, Zweikampf, Schießen und so weiter angeht. Ich denke, alles relativ positiv in diesem Spiel auf jeden Fall gelungen. Gucken wir uns nochmal die Spiele vor allem mal kurz. Wir denken, ja, hier sehen wir uns auch nochmal relativ souverän eigentlich. Ja, die drei Punkte eingefahren, sag ich mal. Haben mehr Schüsse und das denke ich auch verdient. So, dann gucken wir nochmal auf eine Nachricht. Ja, Marcel Reichwein hier und der Stürmer 3 Wochen verletzt wegen einem verstauchten Knie. Ja, gut, da ist immer noch, glaube ich, Platz für mehr Stürmer, die sich da beweisen wollen. Und ja, Reichwein leidet, hier sieht man es nochmal. Fällt für 3 Wochen aus. Gut, kann man, denke ich, darauf verzichten. Also kann man mit leben. 3 Wochen ist nicht die Welt, sind halt 3 Spiele. Ne? Ja, das nächste Spiel würde dann jetzt gegen den VfL Wolfsburg gehen. Aber, wieso ich gerade Würde gesagt habe, das seht ihr sofort. Ich glaube, gleich müsste die Nachricht erscheinen. Genau, hier ist es. Ein Transferangebot vom FC Groningen haben wir erhalten. Und, ja, die Manager und so weiter, die Verantwortlichen haben das schon angenommen. Und, ja, der Berater hat mit uns gesprochen und möchte ein wöchentliches Gehalt für 3.750 für mich anbieten. Und, ja, da habe ich natürlich erstmal gedacht, ja gut, Wechsel... Weiß nicht, VfL 1 ist eine geile Mannschaft. Habe ich mir auch direkt am Anfang ausgesucht. Und hier sehen wir noch das Angebot. Der FC Groningen-Vorstand würde sich freuen, Sie in Ihrem
Sie im Verein willkommen zu heißen und bietet Ihnen folgendes Gehalt an: 3.750 pro Woche. Wir hoffen, dass Sie dieses Angebot annehmen und Teil der Erfolgsgeschichte dieses Vereins werden. Ja, wie gesagt, da habe ich nochmal ein bisschen überlegt. Ich wusste jetzt nicht genau, was das Gehalt im Moment beim VfR beträgt. Wie genau sich das alles auswirken wird. Deswegen habe ich nochmal geguckt, habe nochmal gezögert. Und dann sehen wir hier, aktuelles Gehalt liegt bei 750 Euro pro Woche. Also wirklich, nicht so toll, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das 3.400 oder was es war, pro Monat war. Aber selbst dann wäre es, glaube ich, noch besser. Und, deswegen habe ich nochmal das Transferangebot aufgerufen. Und, ja, 3.750 war es. Ja, pro Woche sieht man es auch nochmal. Und deswegen, denke ich, ist es auf jeden Fall viel, viel besser. 2.500 mehr. Und dadurch habe ich das Angebot dann auch angenommen. Und damit, das ist diese Nachricht, die ich am Anfang schon angekündigt habe. Ja, dass wir jetzt den Verein gewechselt haben. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie VfR nicht mag. Ich finde die sehr, sehr sympathisch. Aber, natürlich musste ich auch so ein bisschen gucken auf das Geld, wie viel Gehalt ich dann bekomme. Und das ist natürlich beim FC Grone einfach viel, viel mehr. Werde ich jetzt nicht noch alles vorlesen, aber ich denke, hier sieht man es nochmal ganz unten. Die Ablösesumme von 4 Millionen ist auf jeden Fall auch schon eine deutliche Summe. Und dann wechseln wir auch direkt den Verein zum FC Groningen. Hier sieht man das FC Groningen mit Neuverpflichtung. Ja, und das ist natürlich erstmal ein großer Schritt, den wir machen müssen. Ich hoffe, ihr könnt mir dafür verzeihen, dass ich jetzt den Verein gewechselt habe. Werde jetzt nicht einfach mal aufhören, das zu gucken, sondern mit dem FC Groningen werden wir natürlich weiter erfolgreich sein. Wir sind natürlich der Spieler und nicht der Trainer. Das heißt, wir können versuchen uns einfach zu verbessern und unsere Erfolgsgeschichte soll dann auch bei einem traditionell oder qualitativ besseren Verein jetzt auch dann weitergehen. Und ich denke, man soll sich mit der Zeit auch immer zu besseren Vereinen angehören, wenn man sich gut entwickeln möchte. Und das ist hier der Fall gewesen. Ja, herzlich willkommen bei unserem Verein. Ich hoffe, du gewöhnst dich schnell ein und genießt die Zeit. Das hoffen wir natürlich mal. Und hier sind natürlich auch mal erstmal die Ligaziele, dann, die wir von FC Groningen gestellt bekommen haben. Sind natürlich ein bisschen höher schon als die bei VfR Aalen, natürlich qualitativ höher. Wir sollen eine Spielbewertung von 6,3 oder besser haben pro Spiel durchschnittlich. Ich glaube, was ich nicht jetzt lesen konnte, aber ich glaube 77% angekommene Pässe und 5 Scorer-Punkte und ich glaube 30 herausgespielte Chancen oder sowas. So hier, die paar Leute sind hier ein bisschen unzufrieden mit ihrer Rolle, aber das interessiert mich jetzt nicht so wirklich, weil ich meine Teamkollegen ja eh noch nicht kenne. Da wirst du erstmal jetzt auch natürlich anspruchsvoll sein, mit den erstmal die neuen Teamkollegen begrüßen zu können und auch mit denen zu harmonieren. Die kennen sie natürlich schon ein bisschen länger. Hier sehen wir nochmal unsere kommenden Ziele für die nächsten 4 Spiele. PSV wird natürlich der nächste Gegner, schon ein richtig harter Gegner. Ist natürlich, glaube ich, der beste Verein, mit Ajax der beste Verein in der holländischen Liga. Aber ich denke, die Ziele hier sind auch relativ machbar. An einem Tor beteiligt sein, 2 Chancen rausspielen und eine Spielerbewertung von 6,0 haben. Ich denke, das wird auf jeden Fall möglich sein. Hier sehen wir nochmal die hohen Erwartungen, die an uns, an den Debütanten Wizkid gestellt wird. Die FC Groningen-Fans haben ab sofort noch einen weiteren Grund, sich auf das anstehende Match zu freuen. Denn Gerüchten zufolge soll der Neueinkauf sein Debüt geben. Wizkid kam für eine Summe von 4 Millionen vom VfR Aalen-Team und gilt als bisher bedeutendste Neuverpflichtung. Wizkid hat bisher noch kein Pflichtspiel im FC Groningen-Trikot absolviert und wird entsprechend engagiert zu Werke gehen, um seinen neuen Trainer von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Manchmal dauert es schon eine Weile, einen neuen Spieler in ein bestehendes Team zu integrieren, aber wir versprechen uns viel von Wizkid. Erwin van der Looy ergänzt noch: Ich bin mir sicher, dass er sich schnell eingewöhnen und seine Leistung bringen wird. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass wir auch bei unserem neuen Verein so gut spielen oder unsere Form so gut widerspiegelt, wie auch beim VfR Aalen in den letzten ganzen Folgen halt. Und hier sehen wir nochmal die erste Nachricht vom neuen Trainer von FC Groningen, Erwin van der Looy, oder wie er, glaube ich, heißt: Ich habe dich für das Auswärtsspiel gegen PSV Eindhoven für die Startelf ausgewählt. PSV wird ein harter Gegner, du musst also wirklich alles geben. Du wirst auf der Mittelfeldspieler-Zentralposition gegen sie antreten. Die Scouting-Berichte weisen darauf hin, dass PSV ein 4-3-3-System spielen wird. Gegen Kevin Strootman könnte es heute schwierig für dich werden, das Mittelfeld zu kontrollieren. Ich hoffe, du zeigst dich von deiner besten Seite. Ja, eigentlich die Standardnachricht, aber 3 entscheidende Punkte hier. Natürlich erstmal werden wir als zentraler Mittelfeldspieler aufgestellt und nicht als offensiver. Also defensiverer Part auf jeden Fall. Das in der kommenden Folge wusste ich das noch nicht wirklich, habe ich noch ein bisschen überlesen. Aber wir werden halt zentral spielen. Dann habe ich hier nochmal nur kurz nach meinem Gehalt geguckt, hat sich anscheinend noch nicht geändert, aber das wird sich, denke ich, in den nächsten Partien ändern oder in den folgenden paar Wochen. Und was ich noch sagen wollte, 4-3-3 hat
keine Mannschaft in der deutschen Liga gespielt, in der zweiten Bundesliga zumindest nicht. Und deswegen ist es auch schon mal eine neue Gewöhnung, sich an einem 4-3-3-System anzupassen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich denke, ich werde diese Folge erstmal beenden. Ist ja natürlich etwas länger, weil wir jetzt den Verein gewechselt haben, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like, würde ich mich freuen auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute.